Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Game Dev Tycoon bei Zwergtube. Und wir spielen momentan oder wir finishen gerade Zombie Wars. Das ist unser neues Spiel und da haben wir mal alles reingehauen, was wir können. Und haben natürlich auch die Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird. Und ich habe euch ja auch schon versprochen, wir werden diese Folge umziehen. Und das schaut gut aus, das schaut gut aus. 9! 9 und noch, komm, komm, komm. 10 hinterher, wunderbar. Und nochmal, nochmal, nochmal. Ja, nochmal 10. Und 9. 9 ist auch in Ordnung. 9 ist super. Das ist eine gute 9,5, das passt. Und das Spiel verkauft sich auch gut. Das verkauft sich richtig gut. Komm schon, Rang 1. Wir haben den Chart-Hit überhaupt. Great Combination, Dialogs im Neuen, okay. Ja, man lernt mit sowas, ne? Zombie Wars, immer noch Rang 1, immer noch. Boah. Bestes seiner Art. Okay, Research, Marketing 40, neues Topic, Postapokalypse, das brauchen wir, das hauen wir hinterher, das geht immer. Und wir gehen in das neue Büro. Das fängt jetzt an. Und schau doch mal her, wir haben sogar eigenes Türschild. Perfekt. Und in unserem neuen Office ist es natürlich auch ja nicht so, dass wir hier einfach so alleine sind. Wir gestalten jetzt mal eine kleine Anzeige. Okay, was haben wir denn hier? Fluchtzwerg. Wir sind alleine, okay. Ach, Staff Management Training muss er erstmal machen. Okay, warum nicht? Train, Staff Management. Das kostet mich jetzt ein bisschen Geld. Okay, kann man mit leben. Wir verkaufen ja immer noch Zombie Wars. Und das ist jetzt mittlerweile gerade mal auf Platz 2 abgerutscht und wir generieren unglaublich viele Fans. Und da, das sind so Spiele, die kann man als Sequel rausbringen. Und 2,6 Millionen ist doch völlig in Ordnung. So, okay, wir können jetzt jemanden einstellen und das tun wir jetzt auch mal. Wir holen uns nämlich jetzt einen Grafiker dazu. Showreel. Budget, machen wir mal hier eine Million. Gucken wir mal. So, du darfst jetzt erstmal researchen. New Topic. Ach nee, wir haben ja schon ein neues Topic, was wir machen wollten. Oder machen wir mal Train? Ja, ja. Komm schon, Tutorial wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Ja, obwohl, da machen wir jetzt erstmal nix. Ich wollte eigentlich ein neues Spiel entwickeln. Ah ja. Und zwar für Everyone. Obwohl für Erwachsene Postapokalypse. Eher so in die RPG-Richtung. Am PC. Mit unserer neuen Zwerggrafik und das nennen wir Walker. Ihr wisst, denke ich, worauf ich da anspiele. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay. Engine, Gameplay, Story, Quests. Machen wir mal hoch. Engine auf Mittel. So. Okay. Unsere Stellenanzeige ist geschaltet und jetzt müssten auch die ersten Leute kommen. Alles klar. Ah, also Research sehr, sehr gut. Ja, Speed weniger so. Ja, Will auch ein bisschen Kohle sehen. Das gefällt mir aber noch nicht so. Der schaut mir ganz cool aus. 333, 121, 454. Der ist auf jeden Fall, aber will halt 34.000 am Monat haben. Aber okay, holen wir uns den Typen rein. Der kommt auf jeden Fall mit dazu. Okay. New Research, alles klar. Und der dürfte erstmal trainen. Welcome Training. Ab geht's. Und dann dürfte er nämlich ja auch mit createn. AI, Dialogs sind, glaube ich, relativ wichtig. Level Design. Okay, machen wir das mal so. So. Von allem ein bisschen was hier reinhauen. Ja, und unsere Ausgaben steigen dann natürlich auch ein bisschen. Aber okay.
Jetzt arbeitet der hier mit und macht natürlich das Spiel grafisch sehr wertvoll. Ah, eine neue Konsole kommt raus. Da können wir auf jeden Fall mal wieder was tun. Hauen wir's raus. Schauen wir mal, ob unser Walker ganz gut wird. Die Grafik ist auf jeden Fall besser geworden. Und... Hauen wir auch. Machen wir Investen mal. Und unsere ersten Reviews kommen rein. Naja. 7, 8. 8, wunderbar. Okay. Passt. Wunderbar. 7er Wertung. Perfekt. So, du machst einen Game Report gleich hinterher. Und du researchst mir jetzt erstmal Medium Games. Obwohl, neues Topic wäre vielleicht auch cool. Ja, komm, machen wir mal. Na, verkauft sich doch gar nicht schlecht. Wieder ein paar Fans dazugekommen. Okay. Und Research Medium Games auch noch. Und du Research New Topic Game Dev. So, dann haben wir jetzt mal ein bisschen mehr Auswahl für die nächste Runde an Spielen. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt, bevor wir hier richtig loslegen, nochmal was Neues machen. Recent expansion have started developing larger games. Ja, genau. Okay, Publisher, ja, Publisher. Können wir jetzt auch andere Spiele machen, okay. Research, nein, wir machen... Okay, und zwar für die Super TES machen wir jetzt mal ein Spiel. Und zwar für Young. Immer noch ein Small Game. Topic ist Rhythm. Genre ist Casual. Für die Super TES und unsere Engine. Und das nennen wir Rhythm Wars. Warts. So. Wunderbar. 2D-Grafik, hauen wir auch rein. Und ab geht er. Jetzt haben wir auch einen Grafiker. Das, glaube ich, wird ganz cool werden. Story-Quests können wir rauslassen. Engine. Gameplay ist wichtig. Engine passt. Wunderbar. Los geht's. Mal gucken. Ah, Walker verkauft sich gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Dialogues, AI, Level-Design... Es wird auf jeden Fall sehr grafiklastig, das Spiel, glaube ich. World Design, Grafik, World Design. Runter, Sound hoch. Ja, 500.000 haben wir eingenommen. Das jetzt deckt jetzt unsere Kosten grob. 10 Bugs sind noch drin, die gehen aber, glaube ich, relativ flott raus. Und hauen wir es raus. Wunderbar. Neuer Rekord, wunderbar. Und das ganze Ding wird released. Und wir machen mal Prison gleich hinterher. Und Research, nee. Game Report auch noch gleich. Okay, okay, okay. 8 ist super, komm, komm, komm. 8, wunderbar. 9, perfekt. Jetzt wird's langsam, jetzt wird's echt. Und wieder eine 8 hinterher, okay. Gucken wir mal, wie sich das Ding verkauft und wo es denn jetzt landet. Rang 14 ist in Ordnung, ist super. Great, wunderbar. High Potential, alles klar. Der kann Prison jetzt gerade trainen. Was können wir denn da machen? Game Design for Pirates. Let me think. Dev Games ist, glaube ich, eher so... Ja, okay. Research. Ich würde sagen... Könnten einen Publishing-Deal mal machen.
Ja, komm. Time Travels Tragedy. Vampire. Können wir Vampire überhaupt? Nee, können wir nicht. Machen wir das mal. Okay, Journalists, bla bla bla. PlaySystem, es wird angekündigt, okay. Also die PlayStation. Okay, Vampire, dann machen wir mal ein neues Spiel. Und zwar eher für die, für jeden. Machen wir mal ein Medium Game draus. Vampire. Vampstar. Und das wird ein RPG. Und wir entwickeln das. Wir könnten es für die Älteren machen auf dem PC mit der Zwerg-Engine. Wird natürlich auch ein bisschen teurerer Titel. Aber mal gucken, was dabei rumkommt. Ah, okay, jetzt können wir hier nämlich mal ein paar Leute setzen. Und dann schauen wir mal. Also, wir machen RPG, das heißt Story und Quests auf jeden Fall ganz wichtig. Gameplay weniger wichtig und Engine nicht so ganz so wichtig. Und Story und Quests ist, glaube ich, dem sein Ding. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Geht auf jeden Fall hier ordentlich. Die Bubbles fliegen hier durch die Gegend. Ja, komm. Ein bisschen so arg hypen möchte ich es noch nicht. Weil wer weiß, was dabei rauskommt. Wir haben ja keine Erfahrungswerte noch in dem Genre. Dialogues ist eher so kreativ. 107 ist schon ein bisschen arg, hardcore. Wobei ist ein RPG, ne? Ist jetzt auch erst die Stage 2. Ne, das soll schon der machen. Ja, dann werden wir unsere Jungs etwas überlasten. Da wäre noch einer, wäre ganz gut eigentlich. Dann wird sich das nur mehr verteilen. Auf jeden Fall wieder sehr designlastig. World Design Sound können wir hier mal ein bisschen vernachlässigen. World Design für ein RPG schon ganz wichtig und Grafik weniger so. Na toll, jetzt kriege ich den noch nie mehr raus, oder? 200% ist ja schon ein bisschen arch heavy, oder? World Design ist okay, Grafik ist auch in Ordnung und damit soll es auch eigentlich gut sein. Die sind auf jeden Fall überlastet, aber irgendeiner muss es ja machen. Hilft ja nichts. Oh, fast 50. Das schaffen wir noch, oder? Ja, 22 Bucks, da haben wir noch ein bisschen Luft. Hype ist bei 35. Wir müssen mal aufpassen, dass der nicht absinkt. Weil wenn er absinkt, dann müssen wir verkaufen. Damit wir auch maximal den Hype ausnutzen können. Hauen wir's raus, das Ding. Hauen wir's raus. Auf jeden Fall neuer Rekord, neue Combo. Level-Ups ohne Ende. Und releasen. Multiplayer, jawohl, sehr schön. Du darfst da gleich mal ein bisschen researchen. Und zwar Multiplayer, wobei Marketing wäre auch cool. Und Character Progression. Auch sehr interessant. Machen wir das gleich mal. Da haben wir unser Pulver verschossen. Und wir gucken mal. Sechser, naja. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, auch nicht. Sieben ist in Ordnung, sieben ist gut.
Komm, nochmal 7. Wunderbar, 6,5. Passt. Game Report. Klein der. Ja, 72 sind wir eingestiegen. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber ein bisschen was kommt schon noch rein. Send a Vacation. Kannst vergessen. Multiplayer wird researched noch hinterher. So, und damit war es das auch schon wieder. Ich gucke jedes Mal auf die Uhr. Die Zeit rennt in... Also es geht ja alles wie im Fluge. Great, good, passt, wunderbar. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch mal einen Kommentar da oder einen Daumen, wäre auch cool. Oder ein Abo, wäre noch cooler. Und ja, bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag, was ihr halt so tut. Und lasst euch vor allen Dingen nicht ärgern. Bis zur nächsten Folge. Euer Zwerg. Ciao.